Wir haben ein ganz schickes Buch mitgebracht. Uralt Lavendel aus 1962. Und sehr hier schön. Sind einige Farben aufgeführt, die wir gerne nochmal erwähnen möchten. Zu Beginn der Funktaxis. Das Besondere an der Funktaxe war, dass wir die Fahrer in der Stadt erreichen konnten. Und lauter Blätter, beschrieben mit Hand. Das sind auch alte Straßen und auch Gebäude, die man gar nicht mehr kennt. Der Wäschelsenfuhl, was heute der Affenfelsen ist. Tannenberg? Ja. Zum Hauptbahnhof? Ja. Und das in 10 Minuten geschafft hat. Wie ist denn das möglich? Das ist möglich, weil der Autoverkehr damals noch nicht so stark war. Mhm. Es gab keine Ampeln und man kam eben schneller durch die Stadt. Da hat jemand viel Langeweile gehabt. Aber hat auch gut gezeichnet. Die Nacht muss sehr lang gewesen sein. Es hat sich ja das Zeitgeschehen total verändert. Kann man sich nicht mehr vorstellen. Es ist ein Dokument von 1962 zu Beginn der Funktaxis.